Willkommen zum nächsten Teil digitale Signalverarbeitung auf FPGAs. Heute gucken wir uns mal an, wie das mit der Signalverarbeitung und speziell dem Rechnen ganz konkret auf einem FPGA funktioniert. Fangen wir mit der einfachsten Zelle an, die es so gibt. Das ist der Halbaddierer, den Sie bestimmt auch aus Schaltwerken, digitaler Logik oder woher auch immer kennen. Ein Halbaddierer ist eine ganz einfache Schaltung, die zwei einstellige Binärzahlen addieren kann. Als Ergebnis bekommen Sie die Summe S und das Carry-Bit C, also den Übertrag. Und das ist die Logiktabelle, die dazugehört. Da steckt, glaube ich, nicht viel Geheimnisvolles dahinter. So ein Halbaddierer reicht allerdings noch nicht, um Rechenwerke aufzubauen, weil ich kann damit halt nur zwei einstellige Zahlen addieren. Und was ich jetzt nicht kann, ist noch den Übertrag beispielsweise von einer vorherigen Stelle zu berücksichtigen. Das ist das Symbol, was wir verwenden. Sie sehen hier das kleine Summenzeichen für den Summenausgang und das Carry-Bit geht hier seitlich raus. Wenn der Halbaddierer nicht reicht, brauchen wir also einen Volladdierer. Das ist eine Schaltung, die zusätzlich einen dritten Eingang berücksichtigen kann. Das habe ich hier C-In, Carry-In genannt. Das heißt, es ist der Übertrag aus einer vorhergehenden Stufe. So sieht die Schaltung aus. Man sieht, dass zunächst zwei Bits A und B addiert werden und die Summe von diesen beiden. Dazu wird noch das Carry-In-Bit addiert und das gibt dann die Gesamtsumme. Und Sie sehen hier, wenn entweder bei der ersten oder bei der zweiten Addition ein Carry-Bit entsteht, dann wird das als Carry-Out rausgegeben. Die Wahrheitstabelle ist jetzt natürlich etwas größer geworden, weil wir drei Eingänge haben und damit acht mögliche Kombinationen am Eingang. Hier machen wir uns auch ein Symbol dafür, nennen wir FA wie Full Adder. Nicht, dass Sie denken, ich würde voll mit F schreiben. Das ist gängiger, da die englische Abkürzung zu verwenden. Den habe ich jetzt quasi von rechts nach links gezeichnet. Und zwar aus dem Grund, weil wir für die Rechenschaltungen, die jetzt auf den nächsten Folien kommen, mehrere Bits berücksichtigen und dann haben wir die übliche Schreibweise, dass das LSB rechts steht und das MSB links. Und das heißt, die Carries propagieren dann in dieser Richtung hier durch. Und jetzt kommen wir endlich dazu, wie tatsächlich auf einem FPGA gerechnet wird. Und zwar finden Sie auf jedem FPGA sogenannte Lookup-Tables. Das heißt, das sind solche programmierbaren Tabellen, wo Sie mit zwischen 4 und 6 Eingängen und normalerweise 2 Ausgängen beliebige Logikkombinationen programmieren können. Und auf einem typischen FPGA finden Sie von einigen tausend bis zu 1 Million von diesen Tabellen. Sie haben 2 Ausgänge, damit Sie diese Logik, diese Rechenoperation gut programmieren können. Der Carry-Ausgang wird ein bisschen bevorzugt behandelt. Um eine schnelle Carry-Propagation zu erreichen, sind da auf den meisten FPGAs bereits entsprechende schnelle Pfade mit Multiplexern und schneller Logik vorgesehen. Natürlich wollen wir in der Praxis jetzt nicht nur ein Bit, sondern mehrere oder viele Bits addieren oder subtrahieren. Und das erreichen wir, indem wir so viel Volladdierer kaskadieren, wie wir benötigen. Und diese Struktur nennt sich Ripple Carry Addierer, der einfachste Addierer, den man so aufbauen kann. Und der heißt so, weil dieses Carry Bit quasi durchrippelt durch den Addierer. Und die Rechenoperation, die ich jetzt mit dieser Schaltwerk hier durchführe, ist diese Addition meiner Zahlen A und B. Und hier sehen Sie, das Carry-Bit ist als Übertrag hier aufgeschrieben und S entspricht den Summenbits. Diese Bezeichnung Ripple Carry Addierer, die beinhaltet auch schon den größten Nachteil dieses Addierers, nämlich dass man warten muss, bis dieses Carry-Bit hier durchgerippelt ist. Das heißt, das ist der kritische Pfad, der die maximale Taktrate von so einem Addierer begrenzt. Jetzt können wir uns überlegen, was müsste ich ändern, um einen Subtrahierer damit zu realisieren.
dieser Stelle können Sie vielleicht kurz auf Pause drücken und selbst mal überlegen. Wenn Sie jetzt keine Lust zu haben, dann lüfte ich jetzt natürlich auch das Geheimnis. Wenn ich meine Zahlen im Zweierkomplement repräsentiere, ist das Subtrahieren ganz einfach. Dann muss ich nämlich die Zahl, die ich jetzt subtrahieren will, also negativ darstellen will, nur alle Bits invertieren. Das heißt, ich müsste jetzt beispielsweise bei B hier noch einen Invertierer vorschalten und dann muss ich noch 1 dazu addieren. Die Möglichkeit ist hier bereits aber auch vorgesehen. Ich muss nur bei meinem allerersten Volladdierer nicht eine 0, sondern 1 einspeisen. Und dann ist mein Subtrahierer schon fertig. Deshalb kann man das auch genauso leicht wie ein Addierer realisieren. Es gibt schnellere Addierer, sogenannte Carry-Safe oder Carry-Look-Ahead-Addierer. Das können Sie selber ja mal nachgucken, wenn Sie das interessiert. Da muss man sich in der Praxis selten drum kümmern, weil wenn Sie Ihrem FPGA harte Vorgaben machen, sprich eine hohe Taktrate vorgeben, dann wird der FPGA-Compiler probieren, die Strukturen so zu optimieren, dass sie möglichst geringe kritische Pfade hinbekommen. Das heißt, dann wird aus der entsprechenden Addierer-Bibliothek nicht der einfache Ripple-Carry-Addierer ausgewählt, sondern einer von den schnelleren. Das führt dann aber auch dazu, dass Sie deutlich mehr von diesen Lookup-Tables brauchen, dass also die Fläche einfach zunimmt, die Sie brauchen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, diese Carry-Chain ist typischerweise schon vorverdrahtet, um Zeit zu sparen und auf die halt schnellere Addierer realisieren zu können. Der nächste logische Schritt ist jetzt, uns anzugucken, wie ein Multiplizierer funktioniert. Als Beispiel habe ich mal einen 4-Bit-Multiplizierer ausgewählt und ich möchte jetzt gerne die Zahlen 13 und 11, also 10er-System gemeint, miteinander multiplizieren. Und das Multiplizieren funktioniert im Binärsystem ganz genauso wie das schriftliche Multiplizieren im Dezimalsystem, nur viel einfacher. Das heißt, wenn ich jetzt diese Zahlen 1101, das entspricht der 13, und 1011, das entspricht der 11, miteinander multipliziere, dann gucke ich, was steht hier bei meinem zweiten Multiplikanten. Da steht eine 1. Ah, okay. Also muss ich 1 mal 1101 rechnen. Das steht hier. Was steht in der nächsten Zeile? Wieder eine 1. Also muss ich wieder 1 mal 1101 rechnen. Und das Ganze, diese Zwischenprodukte, dann aufaddieren, verschoben um die entsprechende Anzahl von Stellen. Hier steht eine 0, also landet hier 0 mal 1101, hier vorne nochmal eine 1, also steht hier nochmal 1101. Dann addiere ich die vier Teilprodukte auf und habe das Ergebnis, habe das Gesamtergebnis. Wie sieht das Ganze jetzt in Hardware aus? Im Prinzip können Sie jetzt erkennen, dass hier meine erste Zahl A, die wird überall an diese Teilrechenwerke hier angelegt. Was in diesen Teilrechenwerken drin steckt, das schauen wir uns gleich an. Und in dieser Achse wird jetzt meine Zahl B angelegt. Und man sieht schon, dass die Struktur eigentlich ähnlich aussieht wie diese Addition. Zum Schluss sehe ich auch hier wieder meine 8 Bits, die insgesamt aufsummiert werden, also das ist die Kombination aus meinen Teilprodukten. So, wie gesagt, was steckt jetzt in dem roten Kreis drin? Das ist diese Teilschaltung, steht aus einem Volladdierer, genauso wie wir den von den vorigen Folien kennen, einem zusätzlichen UND-Gatter und hier laufen halt die Leitungen B und A durch, die Summe aus der vorigen Stufe, die Teilsumme zur nächsten Stufe hin und mein Carry-Bit rippelt hier so seitlich durch. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, die sich aufdrängt, wofür dient eigentlich dieses zusätzliche AND-Gatter? Was genau macht das? Und das Lustige ist eigentlich, dass dieses AND-Gatter die eigentliche Multiplikation durchführt. Das heißt, wenn A oder B 0 sind, ist das Ergebnis 0. Nur wenn A und B 1 sind, also 1 mal 1, dann ist auch das Ergebnis am Ausgang von meinem AND-Gatter 1. Das heißt, das ist der eigentliche 1-Bit-Multiplizierer und der Rest dient nur dazu, um Ihre ganzen Teilprodukte insgesamt aufzusummieren. Das muss man erstmal so ein bisschen sacken lassen. Aber wie gesagt, wenn Sie mal probieren, diese Rechnung
mit diesem Schaltwerk zu vergleichen, dann werden Sie sehen, da passiert gar nichts Geheimnisvolles. Das ist nur dieses simple Schema der schriftlichen Multiplikation. Im Gegensatz zu dem Multibit-Addierer von den vorigen Folien ist der Multiplizierer jetzt aus dem Stand raus nicht geeignet, um damit auch vorzeichenbehaftete Zahlen zu multiplizieren. Der Grund liegt einfach daran, dass beim Aufsummieren der Teilprodukte müsste ich jetzt darauf achten, eine Sign-Extension hier vorne zu machen. Das müsste ich mit berücksichtigen und ich muss halt mehr Fälle einfach abdecken. Deshalb finden Sie in den FPGA-Tools typischerweise eine Fallunterscheidung, ob Sie jetzt vorzeichenbehaftete oder vorzeichenlose Multiplizierer brauchen. Ist natürlich alles möglich, aber ist wie gesagt etwas höherer Logikaufwand. Gucken wir uns mal den kritischen Pfad an. Und ich habe jetzt den Multiplizierer schon mal ein bisschen vereinfacht dargestellt. Und zwar brauche ich für die erste Zeile nicht dieses komplette Rechenwerk, weil ich habe ja kein Summenbit, keine Partialsumme, die von einem vorigen Schritt dazukommen kann. Dann ist mein Carry-Bit, was hier reinkommt, ist E0 von der Seite. Und das heißt, eigentlich bleibt dann als Funktionalität wirklich nur dieses Und-Gatter übrig. Der Volladierer hat da eigentlich nichts zu tun. Das heißt, die erste Zeile kann ich schon mal deutlich vereinfachen. Bei den weiteren ist jetzt nicht so viel Vereinfachungsmöglichkeit, außer dass in dieser Spalte hier ich meine Volladierer durch Halbaddierer ersetzen kann, weil mein Carry-In-Bit ja immer 0 ist. Schauen wir uns mal den kritischen Pfad an. Da muss man jetzt unterscheiden zwischen verschiedenen Laufzeiten hier in meinem Rechenwerk. Und das ist auch nicht der einzige kritische Pfad, also ich kann den kritischen Pfad auch über andere Wege konstruieren. Es kommt aber immer ungefähr die gleiche Verzögerung dabei raus. Und zwar habe ich jetzt, wenn ich auf diesem Pfad durch meine Rechenblöcke durchgehe, dann interessiert mich hier die Carry Propagation Delay, also wie lange braucht die Ermittlung des Carry Bits. Und in der Richtung brauche ich die Zeit zur Ermittlung meiner Summe. Und wenn ich das jetzt mal so hier durchrechne und kombiniere, dann komme ich auf eine etwas längliche Summe. Und wenn ich es ganz genau nehmen will, muss man dieses eine Gatter hier oben natürlich auch noch mit berücksichtigen, obwohl das sicherlich nicht so arg viel Zeit verbraucht. Und da sieht man schon, dass jetzt ganz grob geschätzt, für wenn m und n gleich sind, und ich jetzt bei höheren Bitlängen mal dieses minus 1 hier weglasse, dass ich bei diesem einfachsten Multiplizierer jetzt 3n mal der Verzögerung von diesem Teilschaltwerk hier benötige. Das heißt, das ist schon relativ langsam. Wenn ich mehr Geschwindigkeit haben will, dann gibt es natürlich auch hier, wie bei den Addierern, spezielle Implementierungen, sogenannte Carry-Save oder Und-Wallace-Tree-Multiplizierer, die aber auch deutlich mehr Fläche benötigen als die einfachen Multiplizierer. Damit sind wir am Ende von diesem Abschnitt angekommen. Im nächsten Abschnitt schauen wir uns an, wie man auf FPGAs schnellere Multiplizierer nutzen kann und wie man daraus dann effiziente Filter bauen kann. Danke fürs Zuhören.